Hallo, in diesem Video wollen wir eine weitere komplexe Funktion kennenlernen, nämlich die Streckung bzw. Stauchung, wobei in diesem Bild hier eine Streckung dargestellt ist. Ja, die erste und wichtigste Frage lautet natürlich, was ist eine Streckung? Na, also wie ist die definiert? Ja, und dazu habe ich hier auf der linken Seite ein Bild gezeichnet und mit Hilfe dieses Bildes will ich jetzt die Definition erklären. Gut, also die Definition für eine Streckung lautet, eine Streckung ordnet einer komplexen Zahl z, das ist diese hier, eine komplexe Zahl w zu, das ist diese hier, und zwar so, dass der Winkel gleich bleibt. Ja, das kann man auch sehr schön hier im Bild erkennen. Z und W, also unabhängige und abhängige Variable, die haben beide den gleichen Winkel. Die haben beide den Winkel 45 Grad. So, jetzt noch eine kleine Anmerkung zu dieser Definition. Also, wenn sich der Winkel nicht ändert, dann muss sich natürlich der Betrag ändern. Eine komplexe Zahl hat ja nur zwei Eigenschaften, Betrag und Winkel. Und wenn der Winkel gleich bleibt, muss sich natürlich der Betrag ändern. Sonst hätte ich ja eine identische Funktion. Ja, und das sieht man auch schön an diesem Bild, dass sich der Betrag ändert. Die komplexe Zahl z, das ist diese hier, die hat einen Betrag von 2. Ja, da habe ich hier so einen Hilfskreis eingezeichnet, damit man das schön sieht. Und die komplexe Zahl w hat einen Betrag von 6. Da habe ich auch hier wieder so einen Kreis eingezeichnet, damit man das auf einen Blick sieht. Da brauche ich nur den Kreis verfolgen und da sehe ich, der schneidet hier die imaginäre Achse bei 6. Und wenn ich z auf diesen Kreis verfolge, dann sehe ich, dieser Kreis schneidet die imaginäre Achse bei 2. Gut, dann wechseln wir jetzt nach rechts oben, also nach hier. Da sehen wir die Funktionsgleichung der Streckung. Die Funktionsgleichung lautet w gleich a mal z. Wobei z wie immer die unabhängige Variable ist und w ist die abhängige Variable. Wobei dieses a hier eine reelle Zahl sein muss und a muss größer gleich 0 sein. So, an dieser Stelle taucht oft ein Verständnisproblem auf und deshalb muss ich da mal etwas weiter ausholen. Und zwar wird gesagt, diese Funktionsgleichung w gleich a mal z, das kann nicht die Funktionsgleichung für eine Streckung sein, sondern das ist die Funktionsgleichung für eine Drehung, also für eine Rotation. Da muss man sagen, beides ist richtig. Diese Funktionsgleichung w gleich a mal z ist nämlich die Funktionsgleichung für drei verschiedene komplexe Funktionen. Ja, und die habe ich euch hier unten mal aufgezeichnet, ganz unten hier. Und zwar ist das die Funktionsgleichung für eine Streckung, für eine Drehung und für eine Drehstreckung. Also für drei verschiedene komplexe Funktionen. Ja, der Unterschied liegt immer nur in diesem a hier. Und das habe ich auch hier hingeschrieben. Wenn a reell ist, so wie in diesem Video, dann handelt es sich um eine Streckung. Wenn a komplex ist und der Betrag von a ist gleich 1, dann habe ich eine Drehung. Und wenn a komplex ist und der Betrag ist ungleich 1, dann habe ich eine Drehstreckung. Gut, dann gehen wir an der Tafel wieder nach oben, also nach hier. Und ich fasse nochmal zusammen. Die Funktionsgleichung w gleich a mal z, die gilt für drei verschiedene komplexe Funktionen, nämlich Streckung, Drehung und Drehstreckung. In unserem Fall ist dieses a eine reelle Zahl und größer gleich 0. Und deshalb liegt eine Streckung bzw. Stauchung vor. Die fasst man unter Skalierung zusammen. Aber das ist keine Drehung oder Drehstreckung. So, jetzt wollt ihr sicher noch wissen, was ist eine Stauchung? Ja, bei einer Stauchung ist dieses a hier auch wieder größer gleich 0, aber zusätzlich kleiner als 1. Ja, also a liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Und dann habe ich eine Stauchung und mein Funktionswert w, der liegt dann, wenn a zum Beispiel 0,5 ist, dann liegt dieses w hier an dieser Stelle. Ne? Also genau zwischen Ursprung und z. Da würde mein w dann liegen, wenn dieses a gleich 0,5 wäre.
So, kommen wir jetzt zur konkreten Berechnung von diesem a hier. Und da habe ich eine neue Formel hingeschrieben, die lautet a gleich Betrag w durch Betrag z. Ja, das ist eine bessere Formulierung als diese Formulierung hier. A muss eine reelle Zahl sein und a muss größer gleich 0 sein. Denn diese Formel hier sagt nicht nur, dass diese beiden Aussagen stimmen, ne, die kann ich also weglassen, diese Formulierung hier, sondern mit dieser Formel kann ich a auch noch konkret berechnen. Ja, aber gucken wir erstmal, kann ich diese beiden Aussagen, also a ist reell und a ist größer gleich 0, kann ich die jetzt weglassen, wenn ich diese Formel stattdessen nehme? Ja, ne, denn Beträge sind ja reell und wenn ich zwei reelle Zahlen dividiere, erhalte ich wieder eine reelle Zahl, keine komplexe Zahl und daher weiß ich, a ist reell. Ne? Also wenn ich die Formel nehme, kann ich schon mal dieses hier weglassen, diesen Ausdruck, a ist reell, brauche ich nicht mehr hinschreiben. Und wenn ich zwei Beträge, ne, Beträge sind ja nicht negative reelle Zahlen, wenn ich die dividiere, kann ja nichts Negatives bei rauskommen, also brauche ich dieses Zeichen hier, diesen Ausdruck hier, a größer gleich 0, brauche ich nicht mehr. Ne? Also ich kann das Ganze hier, diesen Satz hier kann ich weglassen, stattdessen diese Formel hier nehmen, diese blaue Formel. Ja, die beinhaltet diese beiden Aussagen und zusätzlich kann ich dieses a mit dieser Formel jetzt auch noch berechnen. Ja, machen wir das mal. Also Betrag von w brauche ich nur ablesen hier. Da haben wir gesagt, das ist 6 und der Betrag von z brauche ich auch nur ablesen. Da folge ich dem grauen Kreis. Der ist 2. Ne? Und 6 durch 2 ergibt 3. Mein a ist hier 3. Ne? Für diese komplexe Funktion hier. So, ich habe die Tafel nochmal geändert. Und zwar wollen wir jetzt hier an dieser Stelle den Beweis machen. Den Beweis für diese Formel hier, die oben rechts steht. Ne? Für die Bestimmungsformel von a. Und das, was uns zur Verfügung steht, ist ja nur die Definition. Da hatten wir gesagt, die Streckung ist eine komplexe Funktion, bei der der Winkel gleich bleibt. Ne? Das ist die Voraussetzung für den Beweis. Und diese Voraussetzung habe ich hier hingeschrieben. Den Winkel nennt man ja Argument und da habe ich hingeschrieben, der Winkel von w muss gleich dem Winkel von z sein. Ja? Und wenn ich diese Bedingung auf die Formel w gleich a mal z anwende, dann möchte ich beweisen, dass daraus diese Formel, diese Bestimmungsformel hier folgt, beziehungsweise diese Eigenschaften, dass a reell ist und größer gleich 0. Ja, also fangen wir mal an. Gegeben ist hier die Formel w gleich a mal z und da wissen wir noch nicht, was a ist, ob a jetzt komplex ist, reell. Das wollen wir eben herausfinden. Ja, das Einzige, was wir wissen, ist, wie gesagt, die Definition arg w gleich arg z. Die Winkel bleiben gleich bei dieser komplexen Funktion. Und jetzt machen wir zunächst einmal Folgendes. Wir schreiben w und z in Exponentialform. Na, das habe ich einmal hier für w gemacht und einmal für z. Aber Achtung, die Winkel, die müssen gleich sein. Ne? Denn die Bedingung lautet ja arg w gleich arg z. Der Winkel von w muss gleich dem Winkel von z sein. So, wenn ich das gemacht habe, dann brauche ich nur diese beiden Faktoren auf die andere Seite bringen. Das habe ich hier gemacht. Und jetzt kann ich die e-Funktion rauskürzen. Ja, dann erhalte ich genau die Formel, die ich hier beweisen wollte. So, und jetzt wollen wir ja noch diese beiden Eigenschaften beweisen, dass a reell sein muss und a größer gleich 0 sein muss. Die folgen ja aus dieser Formel, ja, denn Betrag w und Betrag z sind ja Beträge. Beträge sind nicht negative reelle Zahlen. Und wenn ich die dividiere, erhalte ich wieder eine nicht negative reelle Zahl. Ja, eine reelle Zahl, das steht hier. Die nicht negativ ist, das steht hier. Ja, und damit habe ich alles bewiesen. Ne? Einerseits die Bestimmungsformel für dieses a. Ne, da hatten wir ja ausgerechnet, im Beispiel ist a gleich 3. Also diese Bestimmungsformel haben wir bewiesen. Die steht hier. Und wir haben diese beiden Eigenschaften bewiesen, dass a reell sein muss und a größer gleich 0. Ne, das steht hier an dieser Stelle. Ne, das folgt ja aus der Formel. Ja, also alles bewiesen, was wir brauchen. Wir sind am Ende. Auf Wiedersehen.